unten. Hm, da haben wir ihn doch. Direkt in einem der Haupträume. Warum haben wir ihn vorhin nicht gefunden? Na gut, ihr habt meinen Dolch. Vielen Dank. Ich wurde schon nervös und unbewaffnet hier unten. Bei allem, was hier los ist. Was wisst ihr über die Geschehnisse in der Mine? Kobolde. Nein, wirklich. Sie überrennen uns hier Stück für Stück. Früher haben wir sie hin und wieder gesehen, aber jetzt kann man auf den unteren Ebenen kaum ein paar Schritte gehen, ohne einzutreten. Ohne auf einzutreten wahrscheinlich. Hier oben ist es wegen der Wächter nicht so schlimm. Trotzdem würde ich mich an eurer Stelle nicht im Dunkeln erwischen lassen. Na gut, 200 Erfahrungspunkte hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Aber wir haben die Quest abgeschlossen, ein loses Ende weniger. Und ich zeitraffer mich dann mal hier raus. Das hätten wir halt auch erledigt und wo wir schon mal hier in der Gegend sind, decke ich auch mal die ganze Karte hier auf, auch wenn ich nicht allzu viele Schwierigkeiten erwarte. Da uns die Hauptquest ja ziemlich früh hierher führt, wird es nicht wirklich anspruchsvoll sein, also im Vergleich zu den Räubern hier oben. Aber vielleicht finden wir hier ein bisschen Loot. Also wie ihr sehen konntet, sind wir auf nicht wirklich große Schwierigkeiten gestoßen. Der eine Düsterschrecken war vielleicht ein bisschen härter als ein Kreischling oder ein Xwart, aber für unsere Gruppe momentan nicht wirklich ein Problem. Jetzt bin ich aber hier auf eine Holzkonstruktion gestoßen, die ein bisschen fehl am Platz aussieht und eine Adeligen. Gucken wir doch mal kurz, ob der Physis im Schilde führt. Ne. Nur ein paar Winterwölfe, die in der Nähe sind. Na gut, sprechen wir ihn mal an. Ah, wunderbare Kreatur, du bist mein Meisterbar. Okay. Hoffentlich meint er nicht uns. Oh, du holdes Geschöpf. Nee, das sind wir nicht unbedingt. Ich hätte dieses Markte nicht stehlen sollen. Ah, okay, er ist schon mal ein Dieb. Aber ich wusste mir keine andere Möglichkeit, dem erhabenen Glanz deiner Augen Ausdruck zu verleihen. Ich habe getan, was getan werden musste, denn ich habe mein Leben, meinen Laden verlassen, alle meine Aufträge vergessen und alles Geld ausgegeben. Ich muss dich vollenden. Warte, da ist jemand. Ja, wir stehen hier schon eine Weile. Wer seid ihr? Der unerbittliche Grauwolf hat euch geschickt, nicht wahr? Nein. Aber mit Grauwolf wurden wir schon mal verwechselt. Wegen dem Helm, den jetzt, Nali trägt, oder? Und er ist wohl so eine Art Steinhauer oder Steinmetz. Etwas anderes wüsste ich nicht, wo er Smaragde einsetzen könnte. Na gut, für Grauwolf ausgeben oder so tun, als wenn wir von ihm geschickt worden wären, wäre nicht unser Ding. Also müssen wir das zweite nehmen. Auch wenn wir eigentlich schon jemanden namens Grauwolf kennen. Aber nun gut. Ich kenne niemanden namens Grauwolf und will auch nichts mit ihm zu tun haben. Denen ihr sei Dank. Ich fürchtete schon, es wäre um mich geschehen. Ich bin für ein Leben auf der Flucht nicht gemacht. Ja, das sieht man so ein bisschen an der Kleidung. Möchtet ihr vielleicht einem Bildhauer, also das ist wirklich ein Bildhauer, von geringem Verstande helfen, sein Götterbild zu vollenden? Bitte wacht hier. Grauwolf kommt bestimmt hierher, denn er hat es auf die Belohnung für die Edelsteine abgesehen. Ich gebe euch alles, was ich noch besitze, wenn ihr mir nur diesen einen Gefallen tut. Nun gut, um Besitztümer geht das uns nicht eigentlich, aber was wirklich Schlimmes hat er nicht getan, etwas gestohlen. Und er könnte danach immer noch verhaftet werden. Na gut, dann lassen wir ihn mal sein Kunstwerk vollenden und bringen ihn danach zu der Stadtwache oder dergleichen. Wenn euch das so viel bedeutet, werde ich euch beschützen, so gut ich kann, ja. Ich danke euch, denn ich kann diesen Ort so lange nicht verlassen, wie meine Aufgabe nicht beendet ist. Ich habe Schnelligkeitstränke zu mir genommen, um schneller arbeiten zu können und habe seit Tagen nicht geschlafen. Das hört sich nicht gut an. Ist sie nicht schön? Sie ist ein Mahnmal meiner Torheit. Ich sah sie nur ein einziges Mal am Rande von Evereska
und brachte kein Wort heraus. Ich ließ dich dahinziehen und seither lässt mich mein Herz nicht mehr zur Ruhe kommen. Ja, der ist vollkommen verknallt. So. Und da kommt doch schon jemand? Hier Schritte? Ja. Grey Wolf kommt keiner lebend vorbei. Prism, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Nein, noch nicht. Mein Werk ist beinahe vollendet. Bitte, ich flehe euch an. Spare dein Gewinsel, Trottel. Okay, er ist schon mal kein sehr sympathischer Mensch. Für mich bist du nichts weiter als Gold in meinem Beutel. Für dich kommt jede Hilfe zu spät. Es kommt uns so rüber, als wenn er ihn umbringen will, nur wegen der Edelsteine. Und das ist auf keinen Fall rechtens. Prism möchte nur sein Meisterwerk vollenden. Warum nicht? Was kann er schon schaden? Ich glaube, ihr habt noch nicht ganz kapiert, was hier los ist. Wenn ich eine Belohnung einstreiche, will ich auch was dafür leisten. Geht zur Seite, damit ich endlich mit dem Spinner hier fertig werde und mein Geld abholen kann. Oder muss ich mir meinen Weg erst bahnen? Überlegt es euch besser vorher, ob ihr euer Leben aufs Spiel setzen wollt. Ja, wollen wir. Ein Dieb muss nicht sofort umgebracht werden. Okay, alle Mann auf den leicht gerüsteten Typen da. Zieht blank, diebischer Schurke. Wir sind kein diebischer Schurke. Wir helfen nur einem. Gegen einem sehr, sehr unsympathischen Meuchelmörder. Der anscheinend sehr viel aushält. Oh, und eine magische Waffe hat. Karlis, lauf erstmal weg. Lauf weg, sage ich. So. 1400 Erfahrungspunkte. Schick, schick. Schauen wir uns das Schwert mal an. Dünner hier. Was ist das für ein Schwert? Weil es hat ja auch so eine Eisanimation gemacht. Langschwert plus 2. Rangchor. Schön, 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 schön. Ein W8 plus 2. ETW 0 plus 2. Da steht aber nichts von dem Eisschaden. Komisch. Aber trotzdem, plus 2 Schwert ist super. Bekommt gleich Gerugon. Das Bastardschwert bekommt dann Khalid. Und das Langschwert plus 1 geben wir ihm. Denn mit der Hellebarde hat er nun ETW 0 von 16. Und mit dem Langschwert 13. Ja, 3 Punkte mehr. Das macht echt viel aus. Er hat zwar gerade kein Schild, aber das hatte er vorher mit der Hellebarde ja auch nicht. Oder haben wir noch irgendwo eins rumliegen? Nee, ne? Na gut. Aber 3 magische Waffen, 1 davon plus 2, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Schauen wir mal, was der Künstler jetzt noch zu sagen hat. Denn eigentlich müssen wir ihn jetzt ja festnehmen. Ach, mein Werk ist vollendet. Nehmt von meinen Besitztümern, was ihr wollt, aber lasst ihre Augen das funkeln. Oh, süßes Geschöpf, mein Bildnis von dir ist perfekt. Eines Tages treffen sich unsere Wege vielleicht in einer anderen Welt wieder und womöglich finde ich dann den Mut, deinen Namen zu rufen. Elesime. Elesime? Den Namen könnt ihr euch mal merken, den werden wir so in, auch um die 500 Folgen nochmal hören. Und er läuft weg, hey, hey, hey. Oh. Und ist tot. Er hätte wohl doch nicht so viele Schnelligkeitstrinke trinken sollen. Na gut. Aber die Edelsteine werden wir trotzdem nehmen müssen. Denn es ist Diebesgut. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wem sie gehören. Jahira hat ein Level Up. Ihre Kämpferstufe ist jetzt aufgestiegen. Druide war, glaube ich, schon. Gucken wir kurz bei den Zaubern. Ja, keine neuen Zauber. Also echt nur die Kämpferstufe. Gucken wir mal kurz im Journal. Prisms Geschichte war wirklich traurig. Schade, dass sie nicht besser ausgegangen ist. Wenigstens hat er das vollendet, von dem er glaubte, es vollenden zu müssen. Irgendwie also doch ein glückliches Ende. Ein bisschen makaber, aber ja. Ich sag dir, unser Hauptcharakter dürfte inzwischen gut einen an der Klatsche haben, bei dem, was ihm alles schon passiert ist. Ruf hat sich auch verbessert. Wir sind inzwischen bei 17. Heldenhaft. Ah, das ist doch schön. Aber gut, heilen uns noch ein bisschen hoch. Auch wenn das mit den leichten Heilungen jetzt so eine Weile dauert. Obwohl geht. Einmal noch.
Dann raste ich kurz und danach decke ich den Rest von dem Gebiet hier auf. Wissen du? Hey, wartet, bitte wartet. Ihr müsst mir helfen. Sie sind hinter mir her. Bald werden sie hier sein. Na gut, ein Gnom ist es anscheinend. Beruhigt euch, erzählt uns, was los ist, und wir werden sehen, ob wir euch helfen können. Es sind Kobolde. Ja. Dutzende von ihnen. Übertreibt nicht. Sie haben mich gefangen und ausgezogen. Diese dreckigen Teufelchen haben mich gefoltert. Nur um mich schreien zu hören. Okay, das ist nicht mehr ganz so lustig. Aber ich bin entkommen. Sie werden bald hier sein. Wir müssen weglaufen. Raus hier. Oh nein, zu spät. Sie sind da. Und weg ist er. Wo sind die Kobolde? Ah, da. Ja, 4 Stück. Er hat wirklich ganz schön übertrieben. So, siehst du, sie sind tot. Wo ist er jetzt hin? Okay. Na gut. Das sollte wohl nur darstellen, dass die Gnomen wirklich hier ihr Unwesen treiben. Aber die Geschichte mit dem Bildhauer war schon ganz schön happig. Also wie gesagt, ich dachte ja, dass das Gebiet hier nicht besonders schwer ist, aber der Düsterschrecken... Und der Grauwolf mit seinem +2-Schwert, das ist schon ganz schön schwierig gewesen. Okay, also für unsere Gruppe nicht mehr, aber wir sind ja auch schon alle Level 4. Eigentlich ist man ja so mit Level 2 in dieser Ecke. Naja, aber es lohnt sich auf jeden Fall, die alten Gebiete alle nochmal durchzuforsten, so wie wir das gerade machen. Denn hätten wir das nicht gemacht, hätten wir ein ganzes das +2-Schwert verpasst und jede Menge anderen Loot. Also von den Kobolden habe ich jetzt ja auch schon wieder 4 Schriftrollen eingesammelt. Das sind nochmal 200 Goldmünzen. Und das läppert sich. Die Edelsteine sind bestimmt auch was wert. Also wenn wir nicht herausfinden, wem die gehören. Boah. Aber bald müssten wir auch hier, ja, mit dem Gebiet durch sein. Und dann können wir mal weiter in das Räubergebiet vordringen. Denn so gut wie wir jetzt ausgerüstet sind mit noch einer neuen magischen Waffe, vor allem einer +2-Waffe, dürfte das gut machbar sein. Selbst gegen diese Eispfeile-Schießer, also die besseren Räuber. So, das war's mit dem Gebiet. Raus hier. Na, wer fehlt? Keiner fehlt und trotzdem wollen sie nicht. So. Und noch ein neues Gebiet zum Entdecken. Aber nee, das machen wir später. Jetzt wollen wir erstmal nach Paltvale. Feinde haben ihnen aufgelauert. Und da es eine lange Strecke ist, war es ziemlich klar, dass wir überfallen werden. Aber es ist hier nur Kleinkram.